Ich bin ein Stubenhocker. Es ist schon so, dass ich gerne mal auf Reisen gehe, aber es ist nicht so, dass ich ständig unterwegs bin. Also wenn ich ein freies Wochenende habe, ich hocke eiskalt den ganzen Tag daheim rum auf dem Balkon. Ich tue auch immer, wenn es geht, jeden Tag mal eine Runde meditieren. Das hilft, dass man runterkommt, dass man sich nicht so wichtig nimmt. Dass man meint, die ganze Welt muss um einen kreisen. Hallo. Hallo. Lange nicht gesehen. 25 Jahre. Das ist ja lustig, wenn du zwei Söhne hast, die da mitmachen. Das hat sich tatsächlich so ergeben, dass man zu dritt den Film da zusammenbasteln kann. Das ist direkt so ein Familienwerk geworden. Gernstels Reisen. Jetzt im Kino.